Moin Moin, herzlich willkommen. Meine Uhr läuft nicht mehr. Wahrscheinlich ist die Batterie leer. Das reimt sich sogar. So, was brauchen wir zum Austauschen einer Batterie? Wir brauchen erstmal eine Armbanduhr. Wir brauchen eine neue Batterie. Und wir brauchen ein Armbanduhr-Gehäuseöffner. So ein Schraubenauswechslungsgerät. So, das kommt daher mit solchen drehbaren Teilen, wie hier und dort. Da kommt nämlich dann von unserer Uhr das Werkzeug rein. Also, da sind diese Nippelchen, die kommen in die Nippelchen von der Uhr, wie ihr seht. Und das machen wir jetzt mal. So, erster Schritt ist, wir stellen die ein und drehen sie in Position, dass unsere ganzen Nippelchen einrasten. So. Nippel, Nippel, Nippel. Und wenn wir dann die richtige Lage eingestellt haben, wie ihr seht, ist das überall auf den Nippelchen drauf, auf den Aussparungen. Und jetzt drehen wir nach links. So ist gut. Heben neu an. Drehen weiter nach links. Und haben so die Platte der Uhr gelockert. Jetzt drehen wir es raus. So. Okay. Und dann haben wir hier die Platte. Können wir erstmal zur Seite packen und sehen dann das Innere der Uhr. So, jetzt schauen wir uns, wo die Batterie ist. Die haben wir hier vorne in dem Bereich, wenn ihr das seht. Da ist aber noch so ein Teil drüber. Das heben wir mal vorsichtig ab. Merken uns, dass dort die Füßchen nach außen gerichtet sind. Das ist dieses Teil. Wahrscheinlich, um dies festzuhalten. Und jetzt holen wir die Batterie mit einem Zahnstocher, heben wir die langsam raus. So, ganz vorsichtig. Ja gut, ihr habt gesehen, die flog uns entgegen. Ausgezeichnet. Immer schön vorsichtig sein, Leute. Schön vorsichtig. So, jetzt habe ich die neue Batterie am Mann. Alles klar, jetzt packen wir die wieder da rein, wo wir sie auch rausgeholt haben und drücken sie schön rein. So. Also ein bisschen fummelig. Da gehe ich schon rein. So, wie ihr seht, sie ist eingerastet. Alles klar. Jetzt legen wir das Platzhalterteil wieder drauf. Ist alles so klein. Da ist das Platzhalterteil mit den Nippelchen nach oben gerichtet. Und dann kommt wieder unsere Platte oben drauf. Die müssen wir jetzt ganz gerade reindrehen. Handfest andrehen. Und jetzt gleich kommt unser Werkzeug wieder zum Einsatz. So, wie ihr seht, habe ich das Werkzeug jetzt schon wieder angepasst und draufgelegt. Und jetzt halten wir die Uhr mit der einen Hand fest und drehen mit der anderen Seite das Werkzeug nach rechts. Wie ihr seht, geht das noch ein ganz schönes Stück, bis es nicht mehr weitergeht. Und damit haben wir die Uhr wieder repariert. Und wie ihr seht, sie läuft auch wieder. Jetzt nur noch Uhrzeit einstellen und dann kann sie wieder zurück ans Handgelenk. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ach, wir haben richtig Geld gespart dadurch. Also dieses Armbanduhrteil, das kostet 4 Euro inklusive Versand. Und zwei solcher neuen Batteriechen haben mich auch 3 Euro inklusive Versand gekostet. Das heißt, es hat mich jetzt insgesamt 7 Euro gekostet. Und einmal Batterie wechseln im Batteriegeschäft kostet mindestens 10, 15 Euro. Das heißt, wir haben es jetzt schon wieder raus. Und wir haben es selber gemacht. Ich danke fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.